Moin moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Heute zeige ich euch die Premiere Pro Basics der Basics, würde ich mal sagen. Wir fangen von null an. Dazu öffnen wir jetzt einfach erstmal Premiere Pro natürlich, ne? Let's go. Ihr habt jetzt hier dieses Fenster und wir starten natürlich ein neues Projekt. Neues Projekt. Wichtig ist, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann bitte das hier einmal auf CUDA CUDA einstellen. Damit läuft der PC nämlich deutlich schneller. Ihr könnt natürlich hier die Arbeitslaufwerke auch noch einstellen, dass die halt auf verschiedene SSD-Festplatten zum Beispiel laufen und nicht auf irgendwelche normalen Festplatten. Das habe ich jetzt gemacht. So, dann drücken wir auf OK. So sieht das Programm Naked aus. Es kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht, weil die Fenster immer unterschiedlich eingestellt sind. Aber bei mir, ich zeige euch eben kurz die Einteilung, die ich hier vor mir habe. Und zwar arbeite ich nämlich immer so, wenn ich jetzt einen Bildschirm habe, dass ich diese Einteilung habe. Also ich habe hier jetzt den Ordner, wo quasi alle meine Dateien reinkommen. Also hier kann ich quasi die Videos reinziehen. Das machen wir jetzt auch mal eben. Ich habe hier das letzte Projekt noch von David. Da ist das Footage. Dazu mache ich hier erstmal einen neuen Ordner. Hier unten. Und den nenne ich dann Footage. Wir nehmen nur das Drone-Footage und die nehmen wir einfach der SD2. Tun wir rein. So, die Dateien werden importiert. Alright Leute, also das meiste ist importiert. Ihr seht hier jetzt diese Fehlermeldung, die ist aber ganz normal, weil ich habe jetzt die Metadaten, also die XML-Daten auch mit reingeschmissen einfach. Da schmeißt der Premiere Pro die Daten wieder raus. Einfach okay klicken, nicht so wichtig. So, ich habe hier jetzt noch den Proxy-Ordner, den brauchen wir nicht. Der kann weg. Wir werden jetzt nämlich die Daten hier eben kurz einmal mit den Proxys verbinden. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit den Proxys funktioniert, schreibt unten in die Kommentare. Ihr seht jetzt hier die Videos und was uns jetzt noch fehlt, ist eine Sequenz. Wenn ihr nicht wisst, wie man eine Sequenz macht, unten in der Beschreibung oder hier oben poppt, glaube ich, ein Link auf, wo ihr sehen könnt, wie ich meine Sequenzeinstellung mache. Jetzt haben wir quasi eine Timeline. Eine Timeline ist nichts anderes als ein Zeitstrang, wo ihr die Videos reintun könnt und bearbeiten könnt. Okay? Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen uns jetzt eben ein Video. Wenn ich mir ein Video reinziehen möchte, dann mache ich es so, ich klicke das doppelt an, dann kommt das hier in diesem Quellenfenster auf. Hier suche ich mir den besten Teil des Videos raus und markiere das mit I und O. Wenn ihr I drückt, dann setzt ihr eine Klammer für In. Bedeutet, hier geht dann das Video los. Wenn ihr jetzt hier draufklickt und die Maus festhaltet und dann runterzieht, dann bekommt ihr das Video ab dem Zeitpunkt, wo ihr I gedrückt habt. Und wenn ihr jetzt O drückt, was ich jetzt gemacht habe, dann seht ihr folgendes. Der Clip ist viel kürzer, weil wir jetzt nur noch dieses Stück vom Clip haben. Okay? Also, wir suchen uns den besten Teil aus. Und der beste Teil ist der, wo der Drehzahlmesser, oder was ich haben möchte, ist, wo der Drehzahlmesser einmal so richtig hoch geht. I drücken und warten, zurück. Ihr könnt auch mit dem Maus scrollen, einfach hier hin und her scrollen, das ist mal ein bisschen genauer. Und ich suche jetzt genau den Moment, wo es losgeht. Das wäre hier. Zack, ich drücke I, drücke Leertaste, geht hoch, ich drücke O. Und damit habt ihr euren Clip. Wenn ihr jetzt hier reinzoomen wollt, drückt ihr einfach Alt und zoomt mit dem Mausrad rein, damit ihr hier näher, also die Timeline so ein bisschen stretcht. Dadurch seid ihr quasi mehr im Detail. Wenn ihr jetzt das Bild hier sehen wollt, was ihr hier habt, dann geht ihr mit der Maus hier auf V1. Ihr müsst nichts anklicken, nur einfach hier drauf gehen. Drückt Alt und scrollt hoch. Dann habt ihr jetzt hier das Bild. Dasselbe gilt auch für die Audiospuren. Die könnt ihr auch größer machen. Der Vorteil nämlich daran ist, ihr könnt jetzt hier mit diesen Linien arbeiten. Das sind Kennlinien. Für die Audio könnt ihr hier quasi Audio einmal abschalten. Also hier seht ihr schon minus 0 Dezibel. Oder ein bisschen lauter machen. Ne? Und hier habt ihr sogar verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr nämlich die Deckkraft erstmal einstellen. Also ihr seht, ne, das Bild hier wird dunkel. Hier ist ja euer Monitor, der originale Monitor quasi. Und was ihr auch noch einstellen könnt, ist nicht nur die Deckkraft, sondern wenn ihr jetzt hier auf dieses FX geht, da, und dann rechte Maus drückt, dann könnt ihr hier die Bewegung, also Skalierung und so weiter, das macht aber keinen Sinn. Das macht ihr hier nicht hier, sondern woanders. Was aber eine Einstellung ist, die ich auch mal häufiger benutze mit dieser Kennlinie, ist nämlich die Geschwindigkeit. Ihr könnt jetzt hier Geschwindigkeit anklicken und dann seht ihr diese Linie in der Mitte. So, hier könnt ihr jetzt einfach wirklich die Geschwindigkeit einstellen und ich sag mal, ich gehe jetzt auf 50%.
Ihr seht, automatischer Clip wird länger, weil der halb so schnell ist. Und dann seht ihr auch hier, das läuft ins Slow-Mo. Okay, nur mal kurz am Rande. Okay, ich habe hier eine Szene gefunden, da überholt er mich. Zack, das nehmen wir. Und fertig. So, jetzt haben wir hier 4 Clips. 1, 2, 3, 4. Und übrigens, mit Steuerung S speichert ihr euren Clip. Wichtig, angewöhnen. Steuerung S immer wieder mal zwischendurch drücken. Ihr wollt nicht irgendwie die Hälfte von neu machen, wenn euch das Programm plötzlich abschmiert. Also das passiert manchmal. Deswegen gewöhnt euch an, immer wieder abzuspeichern. Ihr könnt auch Premiere Pro so einstellen, dass er immer alle 5 Minuten speichert oder so. Bei den Einstellungen einfach. Guckt, wie ihr klarkommt, aber schaut, dass ihr halt wirklich regelmäßig speichert, weil wenn das Projekt mal einmal abschmiert, dann müsst ihr so viel nacharbeiten, das ist halt scheiße. So, wir haben jetzt hier die Clips, okay? Und was wir jetzt machen, ist, wir haben jetzt nur grob quasi einmal hier rausgekattet aus dem Quellenfenster. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen genauer, okay? Heißt, wir gehen jetzt hier rein und gucken mal, dass wir das so vom Cutting her noch ein bisschen crisper hinkriegen. Wir sehen hier, die Drehzahl, der Drehzahlmesser geht hoch. Ich will nur, dass er bis 6 dreht. Das reicht mir, okay? Und wie ich jetzt hier in der Timeline cutte, ist ganz einfach. Ihr drückt jetzt C und habt jetzt hier ein anderes Tool. Das ist nämlich das Cutting-Tool. Das könnt ihr auch hier auswählen. Hier sind die anderen Werkzeuge. Aber mit dem Shortcut geht es eben schneller. C drücken. Jetzt mit linker Maustaste einfach hier bestätigen einmal. Dann cuttet ihr genau hier, wo dieser Zeiger ist. Und könnt dann wieder V drücken, das ist dann die normale Maus, damit cuttet ihr nichts mehr. Und markiert dann den Rest dieses Clips und drückt jetzt einfach Entfernen. So, ist der Clip weg. Ihr könnt jetzt hier das markieren und nochmal Entfernen drücken, dann zieht sich alles von selber nach. Okay, und jetzt habt ihr quasi ein bisschen gekürzt. Zack, 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 ne, bam, bam, bam. So, ich würde glaube ich sagen, die Hand kommt vor dem, vor diesem Schaltmechanismus, also verschieben wir jetzt, sorry, weil wir vielleicht ein bisschen zu schnell, verschieben wir jetzt die Clips so, dass wir erstmal die Hand nehmen, rüber und dann den Schaltmechanismus danach. So, jetzt gucken wir, wo wir bei der Hand einsteigen wollen wieder. Ja, ist schon geil, zack, boom, zack, und hier will ich raus. So, C und V wieder drücken, also C fürs Cutten, V fürs Zurück auf die Maus. Entfernen, entfernen und wir sind wieder hier bei dem Schaltmechanismus. Und jetzt gucken wir nochmal rein, zack, boom, boom. Und hier will ich raus und ich ziehe den Wagen nach und der Wagen überholt. Bam. Und hier raus und fertig. Und speichern. So, das war's jetzt für diese kleine kurze Sequenz. Wir haben jetzt ein bisschen was gecuttet, ein bisschen was hin und her geschoben. Das sind ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr krasse Grundlagen, denke ich mal. Ich hoffe, ihr habt das bis hierhin verstanden. Wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt oder so, damit ich euch ein bisschen supporten kann. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut hier, damit ihr erstmal das nochmal verarbeiten könnt, damit es nicht zu viel wird, sonst vergesst ihr den Rest wieder. Und zeige euch dann im nächsten Video noch, was Keyframes sind und was quasi das Effekteinstellungsfenster ist. Auch sehr, sehr, sehr wichtig im Bereich Cutting und so, dass ihr das auch checkt auf jeden Fall. Da kann man viel machen, wirklich sehr, sehr viel machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Wenn ich irgendwas vergessen habe, was ich bestimmt habe, ich habe 100 Pro irgendwas vergessen, schreibt bitte unbedingt in die Kommentare, damit ihr auf jeden Fall wisst, damit ich weiß, was ihr braucht. So, genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute erstmal. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Üben und Lernen und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!